Guten Tag, heute ist die Bilanzpressekonferenz der Südzug AG in Mannheim. Dort werden die Zahlen der vergangenen Geschäftsjahres vorgestellt. Wir konnten Herrn Kölbel, Finanzvorstand der Südzug AG, gewinnen, unsere kleinen Fragen zu beantworten. Guten Tag, Herr Ja, Kölbel. guten Morgen, Herr Dr. Pfeiffer, das mache ich sehr gerne. Zuerst, wie ist das vergangene Geschäftsjahr aus Sicht von Südzucker gelaufen? Das vergangene Geschäftsjahr ist vom operativen Bereich eigentlich in den Linien gelaufen, wie wir es das ganze Jahr erwartet haben. Und trotz der erwartet unbefriedigenden Entwicklungen in unserem Kernsegment Zucker konnten wir dank unserer Diversifikationsbereiche noch ein positives operatives Konzernergebnis erreichen und lagen damit auch in der prognostizierten Bandbreite. Was Die war? im Zuckerbereich notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen und auch die Wertberichtigung auf die Altgoodwills, die haben allerdings tiefe Spuren in unserem Zahlenwerk hinterlassen. Und das hat dazu geführt, dass wir unter dem Strich beim Konzernergebnis nach Steuern einen sehr hohen Verlust ausweisen. Herr Köbel, was waren denn die Gründe, warum der Zuckerbereich so extrem schlecht gelaufen ist? Erstmal will ich vorwegstellen, dass das Jahr 2018 das erwartete erste schwierige Jahr nach der Marktöffnung, nach dem Wegfall des Kronensystems war und dass wir auch noch mit mindestens einem weiteren sehr schwierigen Jahr im Zuckerbereich rechnen. Und es waren im Wesentlichen zwei Entwicklungslinien, die zu dieser Situation geführt haben. Das ist zum einen die globale Perspektive. Der Weltmarkt ist die letzten Jahre von politischen Eingriffen geprägt, die zu hohen Produktionsüberschüssen am globalen Markt geführt haben, mit einer auch dort sehr verheerenden, lang anhaltenden Tiefpreisphase. Und diese Entwicklung, die ist parallel zur Marktöffnung in der EU gekommen. Und der EU-Markt ist nach der Marktöffnung dann sehr stark an die Entwicklung des Weltmarktes gebunden. Und das hat auch dann zu einer sehr, sag ich mal, nach unten gerichteten Preisentwicklung in der EU geführt. Und wir bewegen uns seit mehreren Monaten auf historischen Tiefständen. Das kann man dem EU-Preisreporting entnehmen. Und das spielt natürlich dann, sag ich mal, spiegelt sich in dem Zahlenwerk aller europäischen Zuckerproduzenten wider. Und in der EU muss man klar dazu sagen, kommt noch ein Thema hinzu, und das ist, dass die Politik uns zusätzlich Steine in den Weg wirft. Das muss man alles klar sagen. Wir sind von einem, sag ich mal, fairen Wettbewerb in einem dann liberalisierten Markt ausgegangen und müssen heute feststellen, dass das so in aller Klarheit nicht der Fall ist. Und für Südzucker ist es besonders schwierig und schmerzlich in dieser Situation, weil wir gerade in unseren Hauptproduktionsländern, wenn ich an Deutschland oder Frankreich denke, natürlich von diesen teilweise in vielen Ländern gewährten Unterstützung nicht profitieren, beispielsweise die gekoppelten Rübenzahlungen. Und das ist eigentlich so der Gesamtrahmen, in dem wir, auch der Wettbewerb, sich bewegt. Und das ist wie im Sport, wenn Sie einen Marathon laufen, gut trainiert sind und der Gegner läuft ohne Gepäck und Sie haben 20 Kilo Stein im Rucksack, da können Sie noch so gut trainiert sein, da werden Sie den Lauf nicht gewinnen. Das Erfreuliche, wenn ich Ihre Zahlen ansehe, ist ja, dass trotz der schwierigen Situation im Zucker der Gesamtkonzern im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Zuckerkonzernen auch ein positives operatives Ergebnis schreibt. Vielleicht könnten Sie uns ein bisschen erläutern, wie die Entwicklung in alten Segmenten ist und vor allem, ob Sie diese Entwicklung auch in Zukunft ähnlicherweise erwarten. Also das ist richtig, die Südzucker hat ja sehr früh mit der Diversifizierung begonnen und wir haben auch im Geschäftsjahr 2018-19 ein weiteres sehr gutes Jahr, eine sehr gute Entwicklung in diesen Nicht-Zucker-Bereichen gesehen und das in einem schwierigen Umfeld, tiefe Ethanolpreise, auch Preise für Süßungsmittel. Das war ein tolles Ergebnis, was wir erzielt haben, um mal Zahlen zu nennen. Der Nicht-Zucker-Bereich hat im letzten Jahr 2018-19 einen Umsatz von etwas über 4 Milliarden Euro. Ein EBITDA von rund 450 Millionen Euro, ein operatives Ergebnis von mehr als 250 Millionen Euro. Und das hat nämlich dem Konzern geholfen, wie ich es eingangs gesagt habe, noch in den positiven Ergebnisbereich operativ zu kommen. Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird, bei allen Unsicherheiten in der Prognose. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir in allen Bereichen dort weiter positive Mengenentwicklungen sehen werden. Wir haben von der Kapazitätsseite viele Schritte gemacht,
Wir sind in neue Märkte gegangen, zu erwähnen ist die Akquisition Richelieu in den USA, zweites Fruchtzubereitungswerk in China, wir sind vor 2 Jahren nach Südamerika verstärkt gegangen, Indienmarkteintritt, stärkere Bereiche in Europa ausgebaut, sodass die Kapazitäten da sind oder derzeit in der Finalisierung, im Aufbau, die Finanzierung stehen und wir können, wenn das Marktwachstum so kommt, dann davon auch profitieren und wir gehen davon aus, dass wir mittelfristig den Umsatz von den aktuell etwas über 4, wenn es gut läuft, auf gut 5 Milliarden Euro steigern können. Das EBITDA soll auf rund 600 Millionen Euro hochlaufen und beim operativen Ergebnis sind sicher 400 Millionen Euro dann mittelfristig auch erreichbar. Und das wird dem Gesamtkonzern natürlich entsprechend auch Rückenwind geben. Aber das ist ja erfreulich zu hören, dass die anderen Segmente sehr stabil unterwegs sind. Vielleicht zum Abschluss noch, haben Sie noch eine konkrete Botschaft für unsere Rübenanbauer in Deutschland? Ja, eine konkrete Botschaft, vielleicht, wenn wir das am Geschäftsjahr 1920 aufziehen, das ist ja das Jahr, in dem wir uns schon befinden, bewegen. Wir hatten insgesamt einen Start, der im Rahmen unserer Gesamtplanung lag. Sogar, wie ich eingangs erwähnt hatte, müssen wir nochmal mit einem unbefriedigenden Ergebnis rechnen. Das bedeutet einen Verlust in etwa auf Vorjahresniveau 2018-19. Aber das Geschäftsjahr 1920 wird 2 Hälften haben, nochmal eine unbefriedigende Entwicklung im ersten Halbjahr. Aber die Erwartung allerseits im Unternehmen ist, und auch wenn man, sag ich mal, die Analysten und die Marktteilnehmer befragt, dass wir im zweiten Halbjahr doch Rückenwind haben für Preiserhöhungen, von denen wir dann etwas im zweiten Halbjahr profitieren werden, aber perspektivisch für 2021 werden dann die Preiserhöhungen dann auch das Zuckerergebnis nach vorne bringen. Dann werden wir perspektivisch im Zucker auch von dem Restrukturierungsprogramm profitieren, was dann, sag ich mal, mittelfristig zu Kostenentlastungen führen wird. Das war ein schmerzlicher Schritt, eine schmerzliche Entscheidung, dieses Programm dann zu entscheiden. Wir sind in der Umsetzung, uns war bewusst, dass das, sag ich mal, in vielen Bereichen natürlich zu großen Enttäuschungen führt, aber wir mussten im Gesamtunternehmensinteresse einfach diese Entscheidung treffen. Und wenn wir zurück auf Geschäftsjahr 1920 gehen, wir werden auch in diesem Jahr dann Rückenwind aus den Nichtzuckerbereichen haben, sodass wir unterm Strich auch davon ausgehen, wie 18/19, dass wir beim operativen Konzernergebnis im positiven Bereich landen werden. Und die Spanne, die wir gegeben haben heute, die ist von 0 bis 100 Millionen Euro plus. Und dafür werden wir alles tun, dass wir in dieser Spanne auch, wie man so schön sagt, nach Hause kommen. Ach, das ist dann doch auch zum Abschluss noch mal ein paar positive und gute Nachrichten. Und ich denke, wir sollten alle nach vorne gucken. Heute früh habe ich im Eingang gehört, im Zuckerbereich, es kann fast nur besser werden. Vielen Dank, Herr Kölbl, für Ihre Antwort. Vielen Dank.